Neues vom Känguru. Mit Marc-Uwe Kling. Hallo, ich bin wieder da. Sage ich und winke kurz in die Küche hinein, bevor ich Gitarre und Rucksack in meinem Schlafzimmer ablege. Warst du weg? Fragt das Känguru. Fast 2 Wochen, sage ich empört. Ich setze mich zum Känguru an den Kaffeetisch. War auf Tour, sage ich. Ach so, sagt das Känguru. Interessiert es dich gar nicht, wo ich war? Wo warst du? Fragt das Känguru und blickt endlich von der Zeitung hoch. Ich habe ein Gedicht über die Bahnreise geschrieben. Hörst dir an und dann rate, von wo nach wo ich gefahren bin. Ich deklamiere. Das Kettenkarussell. Durch die Innenstadt zum Bahnhof, vorbei an H&M und C&A, DM und Nanunana, Mr. Klutitsch, Cinemax, O2 plus E plus, Starbucks, Rossmann, Müller und Aldi, Dunkin' Donuts und Esprit, Sparkasse, Lidl, Deutsche Bank und daneben ein letzter Punk, Le Croix, Backwiener, Feinbäcker, McDonald's, Chibo, ein geschlossener Schlecker, rein in den Zug. Windkraftwerk, 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 Schallschutzmauer, Schallschutzmauer, Windkraftwerk, Windkraftwerk, Tunnel, 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 Windkraftwerk. Raus aus dem Zug, vorbei an H&M und C&A, Lidl und Nanunana, Mr. Klutitsch, Cinemax, O2, Lidl plus Starbucks, Rossmann, Müller und Aldi, Lidl, Lidl und Esprit, Le Croix, Backwiener, Feinbäcker, McDonald's, Chibo, ein geschlossener Schlecker. Ja, in der freien Marktwirtschaft, da kann man frei wählen. Und wenn einer eine Reise tut, dann kann er was erzählen. Die Proletarier haben nichts zu verlieren als ihre Ketten, murmelt das Känguru.